Wer ein Call of Duty kauft, der erwartet Hollywood-Action und Shooter-Bombast. Die Kampagne von Modern Warfare 3 aber kämpft mit fragwürdigen Konzeptentscheidungen und einer dünnen Geschichte. Alpha ist in Position. Statusbericht. Hallo, hier meldet sich Olaf Bleich für Gamers Global und damit herzlich willkommen zum Test der Solo-Kampagne von Modern Warfare 3. Und eins sei an dieser Stelle gleich gesagt, die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3 ist eine der kürzesten der Seriengeschichte. Die 14 Kapitel hatte ich nach rund 5 Stunden auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad durch. Allein das fünfte Kapitel Undercover war binnen weniger als 5 Minuten beendet. Und auch andere Abschnitte erreichen kaum 15 Minuten Gameplay. Immerhin, nach Beenden einer Mission kann ich diese erneut angehen und etwa Loadout oder Schwierigkeitsgrad anpassen. Das ist erst der Anfang. Die größte Schwäche der Solo-Kampagne ist die sehr platte Geschichte und die damit verbundenen Stereotypen-Charaktere. Serienschurke Wladimir Makarov feiert sein Comeback und richtet zugleich eine Welle aus Tod und Zerstörung an. Er stiehlt Raketen, bestückt sie mit Giftgas, sprengt einen Staudamm und. Seine Motive bleiben dabei aber über weite Strecken im Dunkeln. Dadurch ist er zwar bedrohlich verrückt, aber eben auch arg eindimensional. Durch die episodenhafte Erzählung und die rasch wechselnden Schauplätze kommt innerhalb der Geschichte kaum Rhythmus oder Spannung auf. Mein persönlicher Motivationstiefpunkt war das Kapitel Krisenherd. Als wäre ein Anschlag auf ein Fußballstadion nicht schon drastisches Stilmittel genug, inszeniert Call of Duty Modern Warfare 3 auch das Massaker an unzähligen, flüchtenden Computerzivilisten. Nicht nur, dass diese Mission im Jahr 2023 irgendwie einen faden Beigeschmack hinterlässt, sie wirkt auch wie eine schlechte Kopie der No-Russian-Mission aus Call of Duty Modern Warfare 2. Und da ist es auch wenig überraschend, dass die Helden der Task Force 141 blass bleiben. Captain Price, Ghost und Co. mangelt es schlicht an Charaktertiefe und emotionalisierenden Hintergründen. Wer die Soldaten nicht aus den früheren Teilen kennt, der findet hier lediglich Abziehbilder vor, die mit Militärklischees und One-Linern um sich werfen. Das Skript bietet hier schlicht zu wenig Ansatzpunkte zur Identifikation mit den Protagonisten. Und auch die häufigen Wechsel der Spielfiguren und der Fakt, dass sie sich spielerisch kein bisschen voneinander unterscheiden, schadet der Motivation. Sie alle wirken absolut austauschbar und besitzen keine wirkliche Persönlichkeit. Fordere Mörserschlag an. Alles klar, Mörserschlag unterwegs. Aber kommen wir doch dann zum eigentlichen Spielgeschehen. Grundsätzlich gibt es zwei Missionstypen in Modern Warfare 3. Kurze, linear gehaltene Abschnitte und umfangreichere Sandbox-Levels. Letztere sollen einen Blick in die Zukunft der Serie bieten, fühlen sich aber eher an, als wären sie aus dem Multiplayer-Ableger Warzone adaptiert worden. In der dritten Version Reaktor etwa muss ich drei Helikopter der Terrormiliz Conny ausschalten. Nach der Landung per Fallschirm habe ich die freie Wahl, wie ich vorgehe. Auf den Karten selbst finde ich Nachschubkisten und erhalte so Zugriff auf Hilfsmittel wie Drohnen oder sogar Mörserschläge. Was sich spaßig anhört, verkommt allerdings schnell zur virtuellen Schnitzeljagd. Im Endeffekt renne ich nämlich von einem Zielpunkt zum nächsten. Das Absuchen und Looten der Bereiche ist zwar nützlich, aber nicht zwingend notwendig. Auch macht es kaum einen Unterschied, ob ich leise vorgehe oder gleich die Waffen sprechen lasse. Ich kann mich auch problemlos durch die offenen Bereiche ballern, bis irgendwann keine Verstärkung mehr eintrudelt. Das große Problem, eine wirkliche Eskalation der Situation tritt zu selten auf. Stattdessen ist das gegenteilige Problem der Fall. Die Computerschergen sind oft sogar orientierungslos und kommen mit den großen Arealen nicht mehr klar. Sie haben Alarm geschlagen. Die linearen Missionen wiederum entsprechen dabei eher den frühen Call of Duty-Teilen. Ich kämpfe mich also von einem Bereich zum nächsten, schalte Ziele aus oder überstehe Wellenangriffe. Das ist altbekannt, funktioniert aber etwas besser als in den offenen Kampfgebieten. Leider sind diese Missionen aber auch größtenteils sehr kurz und dienen oftmals als gespielter Übergang zwischen Entwicklung und Szenarien. Das wiederum schadet ebenfalls deren Stellenwert. Dass Call of Duty Modern Warfare 3 nicht vollkommen in der Unterdurchschnittlichkeit versinkt, liegt an den bewährten Serientugenden, Shooter-Gameplay und Inszenierung. Denn auch wenn die Kampagne kurz ausfällt, so entführt sie einen doch zu einer ganzen Reihe schöner Schauplätze. Besonders beeindruckte mich etwa
die Mission Gefrorene Tundra und ihr Einstieg mit einem Unterwasserangriff auf einen Konvoi. Selten zuvor sahen Spielszenen unter dem Eis derart detailreich und authentisch aus. Die Vielfalt ist also durchaus da und auch die Inszenierung ist weiterhin erstklassig. Das sieht man auch in den umfangreichen Zwischensequenzen. Die Action-Szenen fallen dabei enorm spektakulär aus, aber auch die Dialoge sind dank detailreich dargestellter Charaktere überaus sehenswert. In hektischen Momenten kommt hier also durchaus wieder altes Call of Duty-Feeling auf. Dieses wird durch wuchtige Waffensounds und das insgesamt gute Trefferfeedback unterstrichen. Wenn es hart auf hart kommt, fühlt sich auch Modern Warfare 3 einfach richtig gut an. Die Steuerung ist dabei enorm direkt und das virtuelle Scheibenschießen innerhalb der Kampagne ist durchaus unterhaltsam. Und damit komme ich zum Fazit. Die Call of Duty-Serie bescherte mir über die Jahre denkwürdige Momente und viele Emotionen. Aber die Kampagne von Modern Warfare 3 lässt mich in erster Linie enttäuscht vor dem Bildschirm zurück. Und deshalb vergebe ich für die Kampagne 5,5 von 10 Punkten. Das Dilemma beginnt bei der allzu kurzen Spielzeit und endet schließlich in dem insgesamt zu eintönigen und ideenarmen Missionsdesign. Die offeneren Kampfgebiete fühlen sich an wie ein verkappter Multiplayer-Modus. Ob ich schleiche oder drauf losballere, macht keinen Unterschied. Doch selbst die geradlinigen Abschnitte holen mich viel zu selten ab. Große Mitschuld trägt hier sicher auch die eindimensionale Geschichte und ihre platten Charaktere. Superschurke Wladimir Makarov mutiert zum 0815-Bösewicht ohne Motivation und Tiefe. In dem Zusammenhang erscheint auf skandalgetrimmte Missionen wie Krisenherd mit dem inszenierten Massaker von Computerzivilisten aufgesetzt und künstlich. Warum also keine noch schlechtere Wertung? Weil Call of Duty Modern Warfare 3 trotz aller Schwächen einige Stärken der Serie bewahrt. Ich liebe etwa die Vielfältigkeit der Schauplätze, von der Nachtmission zu Beginn bis hin zum Schauplatz des Fußballstadions oder der Tundra im späteren Verlauf. Auch die Inszenierung ist weiterhin erstklassig und gerade der Sound hebt die Atmosphäre merklich an. Steuerung und Waffenfeedback sind ebenfalls gewohnt stark. Trotzdem, wer Call of Duty Modern Warfare 3 einzig wegen der Kampagne kaufen wollte, wird in diesem Jahr leider bitter enttäuscht und sollte vielleicht besser auf nächstes Jahr warten. Und damit sind wir auch am Ende dieses Testvideos zu Modern Warfare 3 angekommen. Diesen Test gibt es auch als Textversion auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen da und vergesst nicht, ein Abo hier dazulassen. Damit Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. An alle Teams, Bravo an Deck, Rücken vor.